Er hat fast das UFO abgefackelt, Bro. Man muss aber sagen, er ist nicht so lost wie Trimax. Kommt einfach so ein Fremder hier rein? Heavy. So ein Nachbar. Guck mich an, hallo und ich. Yo, was geht? Willkommen zum neuen Video, meine lieben Freunde. Wir haben uns heute was ganz Besonderes aus... nee, so besonders ist es nicht. Aber wir haben noch was anderes aus. Lass es, Lukas, lass es bitte. Wir schauen uns heute mal keine Trimax-Fails an, meine Freunde, weil der Junge gefühlt gerade nur noch Pokémon-Karten endlich aufmacht, Digga, und FIFA spielt. Und ja, irgendwie, da kann man halt keine Fails haben. Deshalb müssen wir uns einen anderen YouTuber angucken, der extrem viele Views hat und extrem sympathisch ist. Nämlich den guten Paluten, meine Freunde. Ich bin ehrlich, muss es einfach real talken? Palle, sei mir bitte nicht böse, aber ich habe bestimmt seit 6 Monaten kein Video mehr von dir geguckt. Es gibt Rust, es gibt Minecraft, es gibt Fortnite, Counter-Strike. Ich spiele so viel, ich habe keine Zeit. Aber jetzt machen wir das mal und gucken uns mal gesammelt alle Fails an, meine Freunde. Mit dabei ist leider heute Vive, ich habe keinen besseren gefunden. Moin. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go. Und Grüße geht raus an Beof, der dieses Best-of erstellt hat. Auf geht der Hase. Moin, Leute. Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es endlich mal wieder eine Klon... Ah ja, eine Claude. Nice. Das ist aber weird, dass er sich rausgestellt hat. Ich weiß noch, Palle, als wir mal früher im YouTube-Haus gewohnt haben zusammen, da war es so, dass wir dann immer wieder neu angesetzt haben. Ne, da wollten wir uns keine Fehler erlauben. Ich übrigens auch. Ihr wisst übrigens gar nicht, wie oft ich pasch, falsch gemacht habe. Frag mal Lukas, weil ich nicht genug Spucke im Mund hatte. Dann war es nur so ein Pff oder so ein Digga, ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Kleiner Lifehack, warum hörst du hier einfach komplett auf mit diesen komischen Spastiken da am Anfang? Was? Du? Du? Bro, es gibt da hier das passende Meme dazu. Leute, was geht ab? Über am Start. Meine Rides sind einfach zu heiß. Keiner versteht die Anmoderation von Junge, jeder versteht meine Anmoderation. Es gibt Digga, es gibt ganze Memes davon. Schweig still, du. Moin Leute, herzlich willkommen. Nein, warte, das war doch auch nicht das, was ich sagen wollte. Ach, Digga. Moin Leute, nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es endlich mal wieder eine kleine Runde von Minecraft Mörder. Und das sogar zusammen mit German Let's Play. Es geschafft. Ja, danke, danke, meine Damen und Herren. Ja, danke. Los stark, geht's. Stark, stark. Da sind wir alle stolz. Oh nein. Die das Wand, UFO. Meine Damen und Herren. Sieht echt gleichmäßig aus. Junge, dieses Zimmer, das aussieht wie von einem Gesichtigen, so funny. Scheiße! Was ist das für ein Wand? Ja, pass mal auf jetzt, Bro. Oh Gott. Er hat fast das UFO abgefackelt, Bro. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe gerade gebaut. Ja. Schneller. Weißt du warum? Weil die Lampe überheiß wird und er hat oben eine Plastiktüte drüber gehangen. Ja, moin, Bro. Schneller, du stark. Ey, ich das bin echt nicht der beste Minecraft-Spieler. Mann, nur dieser Stuhl. Die man will. Ja, wir rennen wir gestartet. Okidoki. Oh, Digga, er fährt bestimmt direkt irgendwo gegen. Ah, entspannt. Was war das denn für ein Scheißschlag? Ganz entspannt. Ach man, wie sie alle an mir vorbeiziehen. Das war ja eine absolute... Das ist ja ein Lifehack in der Formel 1. Man soll ja Gas geben, wenn man losfährt. Hat ja... Dena hat das immer falsch gemacht. Junge! Junge, wie... Oh, Junge, was okay, fährt warte, denn da, Bro? Sofort Rückblende. Denkst du nicht, dass das vielleicht etwas ungleichmäßig ist? Du meinst ja an den Seiten. Ja, das ist voll scheiße. Guck mal, dieser Kürbis, den er da gemalt hat. Das trocknet ein. Vertrau mir, ich bin Profi. Er hat 3 Jahre lang hat er versucht, sein Zimmer einzurichten. Es war immer nur ein Zimmer voller Müll. Ja, aber ja, guck mal, die Seiten von der Wand. Dann das ist dunkelblau. Er hat die Decke angemalt. Jetzt hab ich die... Ja, Lukas, das ist... Die Decke angemalt. Das ist, weil du mich abgelenkt hast. Er ist ein Profi. Der war doch irgendwo, ich sag's euch, irgendwo war hier ein Blitzer. Ich bin doch hier schon mal längst gefahren. Hier war doch irgendwo ein blöder Blitzer. Oh Junge, er wird doch gleich direkt ein Blitzer. Oh Junge. Ich einfach, wenn ich Auto fahre. Aber so wie der fährt. Alter, auf die Gegenfahrt. Das passiert mir aber auch immer so. Wenn ich geblitzt werde, fahre ich direkt auf die Gegenfahrbahn und bin richtig genervt. Das heißt, er fährt Bus. Habt ihr den gesehen? Was denn? Und zwar... Oh. Kehrsicherung. Was ist das denn? Ach nein. Oder, okay. Dann hier, warte. Alles geht sich jetzt im Zimmer ab, Alter. Oh Gott. Kamera. Oh nein. Oh, das war die Probe des letzten Vlogs. Damit haben wir richtig viele Aufrufe damals gemacht, weißt du das? Da war umgeschossen. Ja. Ja. Ey, ist das nein. Oh, Digga, nein. Oh, nein, Digga. GTA NPC ist ein Sie schießt auf dich. Nein. Sie schießt auf dich. Nee, das war's. Hör auf, Mann, hör auf. Geschafft. Ich will mich auch noch mit. Dieses Stück Abfall. Du bist echt ein ganz mieser Verräter. Warum denn nicht? Oh, er ist schon süß, oh oder? Oh Gott, Uno! Findest du Paluten süß? Machen wir so? Ich auch. Und einfach mit Zombie. Pal ist ein Süßi einfach. Ja! Danke! Scheiße! Oh, Junge, lost. Smartest Card Play of the World, Bro. Oh mein Gott. Hast du gecheckt, was er gemacht hat? Das war einfach nur nie absichtlich. Nee, ich bin dumm.
Hast du schon mal Uno gespielt in deinem Leben? Nee, noch nie. Ja, weil deine Eltern keine Zeit hatten. Oh, das ist dieser Bombensimulator. Bomben in hier entschärfen. Soll ich drehen? Oder? Ja. Hat nicht geklappt. Jawohl, Digga, das haben wir doch gezockt. Weißt du das noch? Ja, ich weiß, ja. Wo wir so stark waren. Wo du einfach oben, unten nicht verstanden hast. Nein, das sieht man nicht mehr. Au! Die Decke so ein bisschen verfallen. Nein, wir müssen hier schnell raus. Ist das so schwer, gerade zu fahren? Ja, frag mich. Der fährt durch Köln. Ich hab diesen Busfahrer letztens gesehen. Hey, warte mal. Diese Brücke gibt's nicht in Köln. Die sieht nicht so aus, oder? Nein. Nee, ich glaube. Da ist ein Tunnel. Ey, ich hab so Bock, dieses Spiel auch mal zu spielen. Ich will aber nur so ein NPC sein, der in den Bus geht und sich hinsetzt. Und dann so schmatzt, Kaugummi kaut und laut Musik. Kannst du mit mir mitfahren, alles laut entspannt. Musik anmacht. Okay, sollen wir das demnächst mal machen? Ich stehe da an so einer Haltestelle, du holst mich ab, okay? Okay, perfekt. Wir fahren die nächste Runde Bus mit Lukas, let's go. Eine Stunde lang, uncut. Wir wollen wieder einsteigen. Oh, ich habe wieder das Glatteis vergessen. Oh, Bro, ja, oh mein Gott. Digga. Oh nein. Ach, das ist doch ein Scherz, bitte. Ach, Bro, beim Autofahren ist er echt nicht... Oh nein. Das ist keine gute. Oh. Okay, Leute, nichts passiert. Es geht los. Warum? Festhalten. Bro, da ist doch ein Baum. Ja. Man muss aber sagen, er ist nicht so lost wie Trimax. Ich spring einfach fort. Was ist das für ein Spiel? LKW zu LKW. Oh nein, es wird weitergegeben. Er kriegt jetzt auch. Ich hab safe. Oh, ich hab ein paar mehr. Nee, er hat schon genommen. Ja, er muss Udo sagen, Udo sagen, Udo sagen. Man muss was riskieren. Akani! Hallo? Hi. Lass es. Oh, Junge, unlucky und gewonnen. Uno. Oh, ich muss kurz den Hund. Okay. Hey, das hast du gar nicht mehr. Kommt einfach so ein Fremder hier rein? Heavy. So ein Nachbar. Hat sich in der Tür geirrt, guckt mich an, hallo und Ding. Hä, warum? Ich weiß nicht. Ich auch kurz zu meiner Katze, ne? Bis gleich. Okay, perfekt. Oh, Junge, wie unlucky einfach. Ja, schade. Oh nein. Bro, wie willst du denn noch da durchfliegen? Das ist doch unmöglich. Niemals. Der hat die weggejietet, die sind weg. Okay. Ich hab grad einfach die Polizei aus. Ich glaube, die sind raus aus dem Leben, so. Digga. Oh nein. Opas Opa Corsa. Kann man sich den Po brechen? Ja, man kann sich den. Hör doch auf, die ganze Zeit rauszuspringen! Kannst du mich aufheben? Ich lass dich gleich hier, Alter. Nein. Digga, das ist ja so ein geiles Game, was man da alles überleben kann. Ja, Staubsauger? Einfach Keller von der Weiß. Staubsauger. Wer kennt ihn nicht? Kennst du das Game? Nee. Cleaning Simulator oder House Makeover heißt es. So geil, das macht so Bock, Alter. Dann kannst du Ranzbuden, in der du wohnst, halt richtig schön machen. In der wir ich wohne. Alter. Okay, ich muss da unten hin. Oh mein Nein, Gott. Nein, dagegen darf ich natürlich das auch nicht. Das Game kenne ich aber irgendwo her. Wie heißt das nochmal? Ich hab das mal im Hintergrund die ganze Zeit gemacht. Nein, ich hab vergessen, Uno zu drücken. Ich stehe in Köln danach. Ach, Junge. Wie oft das ist einfach nur Uno-Fails, ne? Oh. Hi, Maudado, Vorsicht. Oh Gott, das wollte ich nicht. Nein, tja. Was für ein Anti-Mate. Du bist plötzlich so komisch stehen geblieben. Weil du da hängst. Also ich finde seine Busfahr-Skills bis jetzt am krassesten, muss ich sagen. Digga, warum crasht er denn jedes Mal nur Polizei auf? Bro, Herr Polizist. Was ist das für ein Flixbus? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Herr Polizist. Was ist? 1, 2, 3, los. Wer ist das denn? Was habt ihr gegessen? Jellybeans. Ja. Ja. Das sind diese Bienenbuse-Dinger, ne? Digga, ganz schlimm, ich hasse ganz die. Ganz ekelhaft, Digga, ganz schlimm. Ganz schlimm. Oh, Junge, die sind wirklich so ekelhaft. Junge. Boah, hätte ich auch einmal gegessen, wenn ich drüber nachdenke. Fahrradfahren, was sagst du für ein Simulator? Der lebt einfach komplett in den Simulatoren, der Junge. Danke. Alter, wie der kassiert. Alter. Nein, oh mein Gott, was? Was? 13, 14? Nein. Junge, das habe ich aber noch nie gesehen. Ja, jetzt ist grün. Und jetzt? Das ist auch Köln, oder? Oh. Hilfe! Was ist hier los? Was ist das denn? Das ist Hamburg. Das ist ein Bug. What the fuck? Wo sitzt der Busfahrer? Guck mal. Leute, mein Typ hängt da vorne. Auf dem Auto. Was ist das denn? Alter, nice. Hä? Seht ihr das? Digga, der Sitz ist so langgezogen. Guck mal. Wie so ein Kaugummi. Hä? Ja, es ist... Ich bin noch da, der Bus. Ja, einfach weiterfahren, oder? Drin. Oh, ihr habt da alles schon reingeschmissen. Ihr wisst doch gar nicht, ob wir reinkommen. Guten Tag, hallo. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, ich würde noch so gerne was anderes von dir. Okay, also... Paluten, Patrick.
bin ja keine Experte, aber... Das geht so. Oh, jetzt nochmal. Fertig. Okay, also ich weiß ja nicht. Stark. Scheiße. Erneut versuchen. Die suchen mich. Das stimmt, ich weiß doch damals genau warum. Ich erzähl's den Leuten jetzt, aber ich sag mal so, Steuerhinterziehung ist ein Ding, auch in NRW. Das stimmt. Ich muss weg. Wo ist er? Ja, weg. Nein, die suchen mich gar nicht. Oh, ich dachte schon. Oh, Palle, Alter. Junge. Okay, Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde von der ersten Folge von Palutenfels. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne Daumen nach oben da und schaut definitiv gerne bei Vibe vorbei. Alter, du hast die Nicht-Lachen-Challenge hier verloren. Du schuldest mir 2000 Bitcoin. Wir haben gar keine gemacht. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.